Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Number 6 von Ed Sheeran in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Number 6 von Ed Sheeran, das Ganze am 12. Juli erschienen. Wir haben hier die Vinyl Edition. Wir werden mal die ganze Geschichte hier aus der Folie holen und uns dann mal im Detail ansehen. So, wir haben hier, bevor wir die Folie wegwerfen, noch einen Sticker, den wir uns mal kurz näher ansehen. Und zwar lesen wir hier Number 6 Collaborations Project Ed Sheeran und dann haben wir hier die ganzen Singles bzw. die Leute, die sich auf diesem Album befinden, aufgelistet. Includes the hit single I Don't Care with Justin Bieber and collaborations with Travis Scott, Chance the Rapper und so weiter und so weiter. Das heißt, hier werden diverse Leute angeführt und dann lesen wir hier noch 180 Gramm Double Vinyl Place at 45 Rounds per Minute. Alles klar, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir uns mal der Vinyl, dem Cover der Vinyl widmen. Das Ganze hier in weiß und schwarz gehalten. Oben rechts lesen wir den Namen des Interpreten Ed Sheeran. Dann hier unten rechts Number 6, also ein recht schlichtes Cover. Hier auch nochmal zu lesen. Hier oben der Interpret und hier dann eben der Titel des Albums. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist inklusive Features vermerkt. Und das ist echt beeindruckend. Also wir haben hier 15 Tracks. Ich werde jetzt nicht alle im Detail durchgehen, aber wir haben hier Leute drauf. Also die Featureliste ist echt unfassbar. Um nur mal ein paar aufzuzählen, wir haben hier Features dabei von Bruno Mars, Skrillex, Meek Mill, Eminem, 50 Cent, Travis Scott, Justin Bieber, Cardi B. Also das sind echt heftige Features. Hier unten haben wir noch die Credits und einen Barcode. Dieses Album wurde im Mai 2019 über Instagram angekündigt. Von ihm hier, von Ed Sheeran. Und das Ganze ist angeblich schon 2018 entstanden, also im Laufe von 2018, als er durch die Welt getourt ist, hat er schon diverse Sachen für dieses Album hier aufgenommen. You know it ain't my time to call it a day. Ja, dieses Zitat. Dann hat er hier scheinbar ein Trikot an. Hier hinten lesen wir dann Sheeran. Mit einer Kappe hier an einem dicken Mischpult. Dann kommen wir mal zu Vinyl Nummer 1. Und zu Vinyl Nummer 2. So, dann schauen wir nochmal hinein. Nein, hier ist nichts mehr. Und hier ebenfalls nicht. Also, wir haben hier Vinyl Nummer 1, die sich hier oben rausnehmen lässt. Und schauen Sie einmal noch kurz die Hülle an. Wanted to make it big, I wish it to existence. Also, so sieht das aus. Ed Sheeran hier beim Prozess, beim Albumprozess. Und auf der Rückseite haben wir die Lyrics und Credits. Also, das ist echt heftig, wie viele Lyrics es hier gibt. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs lesen. Ist so in einer Schreibmaschinenschrift. Bedeutet, wir haben hier für jeden Track die Lyrics. So sieht das aus. Und auf der letzten Seite haben wir dann hier bis zu diesem dicken Strich gehen die Lyrics. Und ab diesem dicken Strich bzw. unter diesem Strich dann beginnen die Credits. Also dann hier auf dieser Seite wirklich Track für Track alle Credits noch erfasst. Nicht nur die Lyrics, sondern eben auch die Credits. Also, sehr schön, da kann man alles nachlesen, wer hier wo wie sich beteiligt hat.
Das ist Vinyl Nummer 1, in diesem Fall die A-Seite, klassisch in schwarz gehalten, hier in der Mitte dann in weiß und schwarz beschriftet. Auf der Rückseite dann das Ganze hier mit B beschriftet. Und dann haben wir natürlich auch noch eine zweite Vinyl. Und auf dieser befinden sich dann natürlich auch noch weitere Tracks. Wir haben hier die C-Seite und dann die D-Seite. Ja, also wir haben hier die 15 Tracks auf diese zwei Vinyls verteilt. Ich gehe mal davon aus, 7-8 oder 8-7, so um den Dreh dürfte das sein. So, Vinyl Nummer 1 und Vinyl Nummer 2, die kommen in diesen wunderbar bedruckten Papphüllen. Und das alles gibt es in dieser Vinyl Edition. Jawohl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ed Sheeran unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.